Wir starten rein in eine ganz neue Umbruch-SDG, das Ganze heute mit dem VfB Stuttgart. In der Realität heißt es bitterer Abstiegskampf, hier stehen wir noch vor Beginn der Saison auf Platz 15, das ist auch die aktuelle Tabellensituation des VfBs in der Realität. Bochum auf 18, Schalke auf 17, dann Hoffenheim auf der Relegation, vor dem VfB ist Hertha mit 20 Punkten, die zuvor vier genannten ersten Mannschaften allesamt 19 Punkte. Und wir starten natürlich rein, ganz normal, Regelwerk wie immer traditionell. Wir haben zwei Spielzeiten, wir haben natürlich keine Transfersperre, es soll sich aber in einem realistischen Rahmen aufhalten. Alle Spieler, die laut Transfermarkt.de beim VfB Stuttgart wechseln könnten, habe ich auf die Transferliste, inklusive Spieler, die wir auch durchaus verleihen wollen. Da sehen wir hier sehr, sehr viele. Also ich habe die absoluten Top-Talente allesamt auf die Leihliste gesetzt. Dass nicht jeder davon weggehen wird, ist klar. Aber wir werden halt schauen. Kommen Angebote für drei von denen, dann nehmen wir die auf jeden Fall an. Kommen Angebote für alle, muss man natürlich abwägen, dass der Kader A nicht zu klein wird und dass man B halt trotzdem auch noch irgendwie adäquaten Backup-Spieler hat. Also, soweit so gut. Parallel wollen wir Spieler verkaufen. Ich habe hier Nikolas Klaus einfach mal draufgesetzt, den kenne ich ehrlich gesagt auch gar nicht. Aidonis habe ich jetzt auch mal auf die Verkaufsliste, da läuft auch bereits ein Angebot hier aus Rumänien. Sosa Interesse aus Spanien, was ich recht interessant fände, denn zwischenzeitlich war der FC Barcelona wohl kurz vor einer Verpflichtung. Heißt also, für den Kroaten ist Spanien nicht ganz abwegig und ich möchte auch darauf achten, dass die Spieler ungefähr so in eine Liga wechseln, wo es tatsächlich auch realitätsgetreu wäre. Genauso Mafropanos bei der Fiorentina habe ich abgelehnt. Der Eintracht Frankfurt Vorstand war da, oder der Sportdirektor vielmehr, hat 30 Millionen geboten und wir sind zur Übereinkunft gekommen, denn der VfL Wolfsburg hinterlegt in der Realität Rieseninteresse, bedeutet für Mafropanos ist ein ligainterner Wechsel nicht ausgeschlossen, genauso wenig für Ito, deshalb haben wir hier bei La Spezia erstmal abgelehnt, bei Sassuolo tue ich mich extrem schwer, aber werde auch dieses Angebot zurückziehen, denn ich werde den Japaner nur verkaufen, wenn wie auch hier laut Transfermarkt.de Interesse aus der Bundesliga bestehen würde. Bevor wir jetzt dann aber so richtig reinstarten in diese Folge, lasst sehr, sehr gerne auch hier wieder einen Daumen nach oben da, wenn euch dieses Video gefällt, schreibt natürlich auch einen Kommentar, mit welcher Mannschaft soll ich das gerne als nächstes machen und um nichts mehr zu verpassen, abonniert diesen Kanal sehr, sehr gerne kostenlos. In nicht mal mehr zwei Wochen wartet auf euch eine brutale Woche. Ich will noch nicht zu viel vorwegnehmen. Bei uns gibt es die erste Verabschiedung in den eigenen Reihen und das sieht nach Mafropanos aus und es ist Mafropanos. 30 Millionen. Ich glaube, da muss der VfB Stuttgart auch in Bezug zur Realität definitiv einlenken und muss sagen, den Griechen verkaufen wir, der unfassbar wichtig war, wie ich finde, auch einer der Repräsentanten in den eigenen Reihen. Eine absolute Identifikationsfigur, den zieht sie jetzt nach Frankfurt. Den Vorteil, den wir bei dem Verkauf von Mafropanos mal grundsätzlich haben, ist, dass wir keinen Backup bräuchten, denn wir haben Anton und wir haben Zagadou. Anton spielt in der Realität eigentlich Rechtsverteidiger, das sehe ich aber schon auch Joscha Wagnoman oder einen möglichen Neuzugang selbstverständlich. Wir haben dann hier noch Ito mit einer 74, der auch noch als Backup agieren könnte. Also ja, wie gesagt, wir schauen einfach mal, was die ganze Zeit bringt, aber wir sehen schon auch so ein Stück weit kleine Baustellen, aber in der Startelf will ich definitiv auf einzelne Pfeiler bauen. Das ist hier einmal auf Dan Axel Zagadou und da will ich vielleicht für die Zukunft auch natürlich eine gewisse Entwicklung dann auch sehen. Endo als Kapitän, den will ich auch ungern ziehen lassen, aber auch da ist das Interesse aus der Premier League da und der Spieler selber kann sich auch einen Wechsel vorstellen. Er hat noch 2 Jahre Vertragslaufzeit, bedeutet in diesem Jahr werden wir ihn nicht ziehen lassen, ja, da pochen wir einfach drauf, dass er bleibt. Wenn wir dann gut performen, wir bleiben drin, haben vielleicht sogar auch Aussichten in Richtung Europa, dann könnte ich mir eine Vertragsverlängerung auch durchaus vorstellen. Ansonsten würden wir den wahrscheinlich dann ablösefrei ziehen lassen müssen. Silas ist der dritte und letzte Pfeiler in den eigenen Reihen. Der hat eine 75, trainieren wir den auf den Flügel um, geht dann nochmal nach oben und im besten Fall bleibt das Trio Girassi und Thomas vorne bestehen, denn wenn wir genug Geld einnehmen, werde ich versuchen, hier zum einen Thiago Thomas, also den Portugiesen, und hier Seru Girassi, den Franzosen, fix zu verpflichten. Wobei ich sehe gerade, der ist gar kein Franzose mehr, in Fragezeichen, in Klammer, ich weiß es nicht, Guinea, also ich dachte irgendwie immer, dass der Franzose ist, aber gut, vielleicht dachte ich das auch nur, weil er zuvor halt in Frankreich gespielt hat. Alle anderen Positionen, die ich jetzt gerade aufgezählt habe, sind dementsprechend auch irgendwie Wackelkandidaten, Spieler, die den Verein verlassen könnten oder wo ich halt Handlungsbedarf sehe. Wir sehen auch, Aidonis ist gegangen, ich habe parallel eine Übereinkunft bei 3 Millionen mit Nicolas Nate. Nein, das werde ich auf gar keinen Fall annehmen. Parallel aber Mathis Hoppe. Ja, solche Spieler können wir sehr, sehr gerne verleihen. Verhandlungen mit Real Betis, es ging ins Detail um Borna Sosa und wir treffen uns bei 32,5 Millionen. Wir starten jetzt dann auch ins Vorbereitungsturnier und unsere Mannschaft im Hintergrund aktuell noch in Bestbesetzung, seht ihr ja auf jeden Fall. San Siro gegen Salernitana, das ist ein Duell auf Augenhöhe, würde ich behaupten. Und genau das bringt dann auch das Ergebnis mit. Dia, Silas, wieder Dia und Thiago Tomás sind die Torschützen. Bisher gibt es bei Sosa noch keine Rückmeldung, weshalb er auch im Allianz Stadium gegen den AFC Bournemouth noch immer mit von der Partie ist. Wir werden keine Änderung mit reinpacken, die Mannschaft soll sich so einspielen. Und wir sind rein statistisch betrachtet in beiden Spielen auch leicht besser. Aber hier verlieren wir leider. Solanke ist der Siegtorschütze für den Gastgeber oder Gastgeber für die erstgenannte Mannschaft. Denn gespielt haben wir
in Turin. Jetzt ist es offiziell, hat wirklich lange gedauert. Interesse auch aus Monaco, da hatte ich tatsächlich auch mal delegiert, und aus Brügge. Aber das konnte ich mir weniger vorstellen, also Monaco schon eher. Aber ich glaube, Real Betis und Spanien ist ansatzweise am realistischen. Und 32,5 Millionen, das ist wirklich ein Haufen Kohle. Und auch Enzo Mio verlässt den Verein zu UD Almeria, das Ganze für eine Einjahresleihe. Klar ist natürlich aber auch, wir haben noch immer Baustellen und noch keine weiteren Neuzugänge. Wir brauchen zwei neue Außenverteidiger und ich hätte gerne auch einen neuen Torhüter. Da werde ich mich auf jeden Fall gleich auch ransetzen. Und dann würde ich gerne Thomas und auch Girassi noch fest verpflichten. Sollte aber vielleicht alles im Bereich des Möglichen sein, denn mittlerweile haben wir 81 Millionen Transferbudget. Wo ich noch gar nicht drauf eingegangen bin, ist die Wunschliste mit potenziellen Neuzugängen. Und da sehen wir einmal Finn Dahmen, wir sehen Muric. Ich habe mich orientiert an Transfergerüchten laut transfermarkt.de und auch an Spielern, wo ich sage, das könnte ich mir grundsätzlich vorstellen. Muric zum Beispiel, in seiner Jugend lange in der Schweiz gespielt. Dementsprechend bezüglich Sprachbarriere sollte da normalerweise nichts vorliegen. Er war dann auch mal in der Türkei, er ist viel rumgekommen, auch mal in den Niederlanden. Also ich glaube, ein Wechsel grundsätzlich nicht ganz so ausgeschlossen. Finn Dahmen natürlich auch nicht. Sugawara ist Japaner, wir haben Ito, wir haben Endo, wir haben sehr viele Spieler allgemein aus dem asiatischen Raum. Also auch da fände ich auf jeden Fall einen gewissen Ansatz ganz cool. Dann habe ich mich hier mit Robin Koch auf jeden Fall auch theoretisch verstärken können. Ja, da sind wir auch noch in Verhandlungen. Auch eine Bundesliga-Rückkehr ist nicht ausgeschlossen. Koray Günther, ja, früher mal beim BVB, jetzt mittlerweile bei Hellas, ist aber ausgeliehen an Samp oder andersrum, irgendwie so. Also dementsprechend ist er auch kein fixer Bestandteil von der Mannschaft, weil er verliehen wird. Also wieso nicht zum VfB Stuttgart? Wenn, dann aber erst im nächsten Jahr. Auch das gleiche trifft auf Posch zu, der ist von Hoffenheim an Bologna ausgeliehen. Hier hätten wir einen potenziellen Linksverteidiger mit Kai Wagner und auch hier mit Aaron von Mainz. Beide haben einen auslaufenden Spielervertrag. Aaron möchte weg, ich glaube aber eher in die Heimat, weshalb ich hier, also in Richtung Spanien selbstverständlich, weshalb ich hier zu Kai Wagner tendieren würde. Ein deutscher Linksverteidiger bei Philadelphia Union, das fände ich auf jeden Fall richtig nice. Auch Schallenberg so ein bisschen in Richtung Backup. Sis ist auch hier tatsächlich ein ganz, ganz großer Kandidat laut transfermarkt.de. Gilavogi, Labbadia ist großer Fan, er wollte ihn, aber Nico Kovac und den VfL Wolfsburg wollten den Franzosen nicht abgeben. Diego Demme war tatsächlich auch mal im Gespräch und auch der ist noch immer ein heißer Kandidat. Ob das Ganze dann wirklich über die Bühne geht, wage ich zu bezweifeln, aber vielleicht ist da ja doch was dran. Der VfB ist ja immer irgendwie auch für Überraschungen gut. Thema Girassi, Thiago Tomás oder auch dann Axel Zagadou. Hatate, das gleiche wie mit Sugawara, dem Rechtsverteidiger, auch ein Japaner und auch für uns, glaube ich, richtig, richtig stark. Ugrinic ist halt einer aus der Schweiz, der ist natürlich auch der deutschen Sprache mächtig. Wir haben dann Kral und im Endeffekt ist der jetzt bei Almeria. Ich bin aber eigentlich davon ausgegangen beim FC Schalke 04, weshalb auch da, wie ich finde, ein Abgang nicht ganz unrealistisch wäre, wenn man denn davon ausgeht, dass der VfB drinne bleibt und Schalke absteigt. Also, soweit, so gut. Um das Thema der Sprache mächtig hier nochmal aufzugreifen, das ist keinesfalls negativ oder rassistisch oder was auch immer gemeint. Ich meine einfach nur so, wenn man einfach das Vereins- oder Mannschaftsgefüge zusammenhalten möchte, dann mache ich das ähnlich wie der erste FC Köln in der Realität, die tatsächlich sehr viel Wert auf die deutsche Sprache legen, um einfach hier die Kommunikation während des Spiels, im Training, im Allgemeinen, einfach immer auf einem gewissen Level zu haben. Gacinovic kennt die Bundesliga, ist mittlerweile in Griechenland bei AEK Athen, auch er ist ein heißer Kandidat. Wettlesen hat auch das Interesse geweckt. Der Witt ist einer, den habe ich mit draufgepackt für eine mögliche Zehnerposition, sollte Chris Führig nicht die nächsten Schritte gehen. Daneben hier auch noch Gus Thiel und auch Luca Waldschmidt. Auch da ist ein Wechsel tatsächlich nicht ganz unrealistisch. Wir wollen aber erstmal bei den wichtigsten Baustellen anfangen und das ist die des Rechtsverteidigers und Yukinari Sugawara ist ein brutaler Spieler. Und wenn dann im Gegenzug die andere Partei, in diesem Fall der AZ Alkmaar, auch noch kooperativ ist und bei 6 Millionen völlig souverän sagt, ja, den Deal machen wir, dann ist es ein Gesamtpaket, was wir nicht ablehnen können. Er wurde gerade auch vom Nationalmannschaftskameraden Endo direkt begrüßt und damit haben wir den ersten Neuzugang. 6 Millionen hinten rechts, auf der anderen Seite geht es jetzt weiter. 9 Millionen Marktwert, 7 Millionen Übereinkunft, das Ganze liegt natürlich selbstverständlich daran, dass in dem Fall Kai Wagner einen auslaufenden Spielervertrag hat. Aus der MLS würde man vielleicht grundsätzlich etwas voreingenommen reingehen und sagen, warum einer aus den USA? Die Mannschaft oder allgemein die Mannschaften dort und die Liga hat doch gar nicht so eine krasse Qualität. Das möchte man vielleicht auch im Kollektiv meinen. Es ist aber deutlich stärker, als man das vielleicht eigentlich denkt und dementsprechend Kai Wagner mit der 76, das spricht für sich, also nach Deutschland. Ich weiß nicht, wo er seine Profifußballkarriere begonnen hat, aber auf jeden Fall ist er jetzt in der Bundesliga, der höchsten deutschen Spielklasse, angekommen. Bei Arijane Muric müssen wir jetzt etwas tiefer in die Tasche greifen. 5 Millionen, 15% Weiterverkaufsgebühr und noch Müller in dem Fall im Tausch bei Burnley, die gar keinen offiziellen Trainer hatten, habe ich gerade gesehen, denn eigentlich ist das ja Vincent Kompany und der FC Burnley ist kurz davor, den Durchmarsch wieder in die Premier League zu schaffen. Ich finde es einen richtig realistischen Transfer. Warum gebe ich Müller dagegen? Ganz einfach, weil sonst die Konkurrenz auf dieser Position zu groß wäre. Bredlo ist ja aktuell die Nummer 1. Müller
wurde verdrängt, deshalb ist auch da ein Abgang keinesfalls ausgeschlossen und durchaus realistisch, würde ich zumindest mal behaupten. Er verzichtet hoffentlich auf ein bisschen Gehalt, das ist der Fall. Bredlo Nummer 2, Muric unsere neue Nummer 1. In Verhandlungen mit Napoli ist ziemlich schnell klar geworden, ein Abgang von Demme, dem steht nichts im Wege. Und deshalb schlagen wir zu bei 8,2 Millionen und knapp einer Million unter dem eigentlichen Marktwert des Sechsers, der sich für 3 Jahre an den VfB Stuttgart bindet und natürlich eine ganz wichtige Rolle in der Startelf auf der 6 anstelle von Karasor einnehmen würde. Ich finde Karasor eigentlich stark. Ich glaube, der VfB setzt schon auch viel auf ihn. Aber in dem Fall geht es für mich auch irgendwo um Rating. Wir müssen eine Bundesliga-taugliche Mannschaft gemessen am Gesamtrating aufstellen, dass der VfB Stuttgart das mit Sicherheit auf jeden Fall drauf hätte. Das steht außer Frage. Aber wir wollen da noch ein bisschen nachhelfen. Und weil wir nicht nur typische Startelf-Spieler verpflichten wollen, sondern auch in der Kaderbreite etwas auffrischen, holen wir jetzt hier Gilavogi, das Ganze also vom VfL Wolfsburg. Noch ist es in der Realität nicht über die Bühne gebracht, der hat aber einen auslaufenden Vertrag, kostet dementsprechend nur knapp über 2 Millionen und verstärkt uns definitiv als Mensch, als Leader und vor allem halt als Spieler in der Kaderbreite. Welche Spieler wir aber auf jeden Fall noch fix verpflichten wollen, sind die in den eigenen Reihen, die aktuell nur auf Leihbasis bei uns sind. Ein Transfer, ein direkter Transfer von Sero Girassi, wie auch von Thiago Tomasch, sind tatsächlich nicht ausgeschlossen. Es sind zwar beachtliche Summen, wir müssen hier 10 Millionen für den eigentlichen Stürmer von Stade bezahlen, den Ex-Kölner auch zugleich. Aber wir haben das Geld, weil wir super gewirtschaftet haben, auch dank Verkäufen. Das liegt dem VfB Stuttgart auch so in der Realität. Und wir wollen ihn langfristig an uns binden. Und ich denke auch in der Realität, vorausgesetzt der VfB Stuttgart bleibt drin, ist ein Verbleib von Sero Girassi nicht ausgeschlossen. Dementsprechend machen wir diesen Deal auf jeden Fall jetzt offiziell fix. Und nicht nur als Leihspieler, sondern als fester Bestandteil vom VfB Stuttgart. Übereinkunft mit Sporting bei 9 Millionen. Damals habe ich, glaube ich, mal in einem Video gesagt, dass ich mir nicht vorstellen kann, dass die Ablösesumme oder die Freigabesumme, wie auch immer, Kaufoption, nicht so hoch ist, aber ihr habt mich dann in den Kommentaren hier irgendwie korrigiert und ihr meintet, es sind wohl 15 Millionen, die der VfB Stuttgart für Thiago Tomasch ausgeben müsste. Er ist erst 20, er hat in dem Fall eine 74, ein super talentierter Spieler und wir überweisen 9 Millionen nach Sporting. Haben dann noch immer 28 auf dem Konto, vertrauen aber dieser Mannschaft und werden nichts weiteres mehr auf dem Transfermarkt anstellen. Im Vorbereitungsturnier hatten wir dann das letzte Spiel noch verloren, was aber alles halb so wild ist, denn wir sind mitten im Umbruch und dürfen jetzt in den ersten 3 Spielen, wo wir einfach nochmal ganz kurz schauen, wie sie ausgehen, auf jeden Fall dann auch probieren und testen, wie unsere Mannschaft denn abschneiden wird. Wir sind zu Gast im Europaparkstadion beim SC Freiburg und ich glaube, rein vom Rating betrachtet sind wir mindestens auf Augenhöhe, würde ich zumindest mal behaupten. Vielleicht aber liege ich da auch komplett falsch. Die Auflösung gibt es also jetzt. Freiburg gegen den VfB Stuttgart und wir holen die ersten 3 Punkte und wir wissen damit direkt, wie wichtig ein richtiger Stürmer mit Sero Girassi ist. Der trifft in Minute 14 und 54 und bringt uns damit ziemlich früh verhältnismäßig mit 2:0 in Front und dann ist es noch Gregor. Aber allerdings nur mit dem Anschlusstreffer. Ganz, ganz wichtige 3 Punkte, denn das große Ziel, Klassenerhalt, wollen wir fest fokussieren. Auch Leverkusen ist mit einem Dreier reingestartet, ohne Florian Wirtz, mit Asmoun und Bellarabi auf der 10 und der Rückkehrer Volland ist in der Mannschaft. Wir sehen auch noch einen Zaha, wir sehen eine richtig starke Mannschaft und natürlich auch hier ja, die Werkself in klarer Favoritenrolle. Aber vielleicht können wir sie ja so ein Stück weit ärgern. Zu Hause gibt es ein 2-3 und ärgern konnten wir sie, aber auch nur, weil wir brutal effizient waren. Und Florian Wirtz trifft in Minute 9. Habe ich den übersehen? Der war doch gar nicht in der Startelf. Führe ich, dann ist es noch Sada, Asmoun, es ist Silas und Zaha leider mit dem Last-Minute-Treffer für die Gäste. Lange Rede, kurzer Sinn. Es gibt für euch jetzt nochmal den kompletten Überblick aller Transfers und das machen wir natürlich in der Transferübersicht und gucken da ganz kurz rein. Transferverlauf, da sehen wir einmal Thiago Tomasch und Girassi, das waren die letzten Transfers. Davor hier auf jeden Fall Gilavogi, dann Sugawara, Kai Wagner, Diego Demme. Wir haben also erstmal sehr viel verkauft zuvor. Sosa, Muric ist dann gekommen, Mio haben wir ausgeliehen, Hoppe haben wir verliehen, Mavropanos 30 Millionen, Aidonis 730, das Ganze zu Footballclub Universatea oder Tae, wie auch immer. Also, das sind auf jeden Fall all unsere Transfers. Unsere Mannschaft steht, Thiago Tomasch wird als linker Flügel umtrainiert und ich hoffe, das dauert auch nicht allzu lange und ich will die 75 plus im Kollektiv. Da fehlt nur noch Tomasch, Führich, Muric und Sugawara und dann sind wir, glaube ich, auch konkurrenzfähig in der Bundesliga. Und wie das Ganze aussieht in Richtung 1. Januar, sehen wir auf jeden Fall jetzt, denn da simulieren wir direkt hin. Was für ein Monat Dezember. Wir gewinnen gegen Hoffenheim, Augsburg, Frankfurt und den ersten FC Köln und im Pokal sind wir auch noch mit dabei. Ich bin ganz ehrlich, ich glaube, wir stehen oben mit dabei. Ja, also die Ergebnisse
Ergebnisse, die waren durchaus vielversprechend. Wir haben auch die Duelle gegen Bayern und Dortmund für uns entscheiden können. Erste Runde übersprungen, gewinnen wir dann in Darmstadt mit 3-2. Das Ganze nach Verlängerung. Hier auf jeden Fall im Elfmeterschießen. Woher weiß ich das mit Darmstadt? Ich war halt selber in der Simulation, dachte aber, muss ich euch nicht zeigen. Auf jeden Fall Verlängerung. Hier haben wir dann im Elfmeterschießen in Frankfurt gewonnen. Und jetzt wartet der HSV und potenziellen Gegner, den man schlagen könnte. In der Bundesliga stehen wir auf Platz 5. Das ist überragend, ja. Und vielleicht winkt ja auch irgendwo Europa. Ich meine, klar, wir können jetzt auch noch komplett einbrechen. Das kann natürlich passieren. Platz 5 ist überragend. Die Champions League ist nur einen Punkt entfernt. Aber wir wollen halt, wenn es denn funktioniert, in die Conference League. Und damit bräuchte man Platz 7. Und das heißt, Hertha wäre der erste Tabellenplatz mit jetzt schon 9 Punkten Vorsprung, mit dem wir nicht mehr international spielen würden. Wobei der 7. natürlich auch nur Europa bedeutet, wenn halt parallel der Pokalsieger bereits international qualifiziert ist. Was aber nicht ganz unrealistisch ist. Vielleicht mal ganz kurzer Blick auf unsere Mannschaft. Und der kann sich wirklich sehen lassen. Was hat Wagner denn bitte für einen Sprung gemacht? Zagadou und Anton auch beide hoch. Silas auch Weltklasse. Diego Demme und auch Endo, die bleiben auf dem gleichen Rating, glaube ich. Aber das ist auch normal. Sie sind nicht mehr die Jüngsten. Sugawara, Fürich, alle haben sich verbessert. Wir haben eine geile Truppe, die aber, wie ich finde, trotzdem ziemlich überraschend so weit oben in der Tabelle steht. Und wenn wir schon mal im Pokal weiter mit dabei sind, würde ich sagen, sehen wir uns doch da einfach in der Live-Simulation. In der Liga wartet Bremen. Die haben nach 17 Spieltagen nur 6 Zähler. Gleich wie der 1. FC Köln. Bremen nur ein Sieg. Köln noch keinen Sieg. Also das ist wirklich brutal. Der 2. Sieg jetzt auf dem Konto von Bremen, denn sie schlagen uns. Dafür gewinnen wir gegen Hertha. Ich hatte jetzt schon gedacht, es geht komplett bergab. Wäre auch nicht das erste Mal in einem FIFA-Teil. Wir spielen also im Volksparkstadion gegen den HSV. Die kämpfen hier und auch in der Realität um den Wiederaufstieg in die Bundesliga. Und wir kämpfen um den Einzug ins Halbfinale. Normalerweise schon. Und let's go. Wir haben das Glück auf jeden Fall auf unserer Seite und gewinnen dann im Elfmeterschießen. Glatzelführung führe ich mit dem Ausgleich. Und dann treffen wir, abgesehen von Gil Dias, jeden einzelnen Elfmeter. Jatta und Reis verschießen für den HSV. Und damit stehen wir unter den besten 4 Teams im DFB-Pokal. Trotzdem sind wir jetzt in der Realität angekommen. Aus 5 Bundesligaspielen gibt es 4 Niederlagen. Endlich wieder ein Sieg über Eisern Union. Im Pokal hatten wir die Auslosung übrigens auch. Wir treffen auf den BVB. Gegen die verlieren wir hier 2-1. Jetzt wartet dann eine Woche später der FC Bayern München. Und das gibt die nächste Klatsche. Also von Europa können wir, glaube ich, wenn es so weitergeht, am Ende der Saison nicht mehr sprechen. Auch nicht, wenn man Spiele wie gegen Schalke verliert, dann hat man sich das auch nicht verdient. Aber wir wollen es nicht zu hoch pushen, denn im Endeffekt sind wir ja schon froh, dass wir überhaupt nichts mit dem Abstieg zu tun haben. Und das ist das Einzige, das von vornherein für uns gezählt hat. So fair müssen wir sein. 7 Spiele ohne Sieg und dann kommt in der Mercedes-Benz Arena das Pokal-Halbfinale gegen den BVB. Ja, gut, dass wir Underdog sind, ich glaube, da brauche ich nicht drüber sprechen, aber dass wir vielleicht genau diese Rolle irgendwie positiv für uns nutzen können, vielleicht ja auch. Ja, wir haben nicht genug verfügbare Spieler. Wie konnte denn das sein? Naja, ganz egal. Wir gehen auf jeden Fall rein und erhoffen uns natürlich das große Wunder. Und diesmal müssen wir uns leider im Elfmeterschießen geschlagen geben. Wir waren hier in Führung und das trotz früher rote Karte. Girassi, Jude Bellingham, dann geht's ins Elfmeterschießen und da geht's wirklich etwas länger. Demme und Anton verschießen dann, nachdem wir eigentlich durch den verschossenen Elfmeter von Kökçü ziemlich früh im Vorteil waren. Ja, sollte es nicht sein. Schade, da war definitiv mehr drin, aber trotzdem war es eine richtig geile Pokalreise. Wir waren 11 Spiele ohne Sieg, ehe wir dann das letzte gegen den Sportclub aus Freiburg gewonnen haben. Man möge sich gar nicht vorstellen, was passiert wäre, wenn die Hinrunde nicht so stark wäre. Wir gucken auf die Tabelle und wir stehen tatsächlich noch immer auf Platz 7. Das ist brutal. Ja, also es könnte trotzdem die Conference League werden und das trotz einer katastrophalen Rückrunde. Ich glaube, wir haben 2 Spiele gewonnen. Das war's. Ja, ein paar Unentschieden und die restlichen Dinger waren dann Niederlagen. Platz 7 ist dann trotzdem halt perfekt. Wir haben guten Vorsprung auf Platz 16. Das sind sogar 25 Punkte Differenz zu uns. Köln und Bremen haben ein bisschen aufschließen können, aber halt sehr oft unentschieden gespielt. Der FC mit 13 Unentschieden. Und ja, beide mit 19 gehen runter. Union mit 22 muss in die Relegation und der Pokal geht an Bayern oder Dortmund und das ist für uns ganz wichtig, denn das heißt nächstes Jahr Europa mit dem VfB. Leipzig gewinnt leider die Meisterschaft, aber für Bayern und Dortmund geht es um einen trotzigen Titelgewinn, denn sie wollen das Ding natürlich auch trotzdem holen. Selbstverständlich. Wir gucken noch auf die Ligastatistik unserer Spieler. Da haben wir einmal hier 1-0 bei Muric. Ja, es ist wahrscheinlich auch nicht ganz so leicht. Was aber auch ganz egal ist, Wagner hat die ersten paar direkten Torbeteiligungen. Einer, der dann raussticht, dauert wahrscheinlich ein bisschen nach
Haraguchi 4-3, Führich 6-7, was auch stabil ist, Gil Dias auch 6-3, 19 Tore Silas, 5 davon vorgelegt, 13 Tore Girassi, auch nochmal 4 Torvorlagen. Das kann sich sehen lassen. Wir haben eine richtig coole Truppe beisammen. Ich bin super zufrieden jetzt mit dem ersten Jahr und freue mich auch auf die Conference League im nächsten. Und ich würde sagen, da fackeln wir doch gar nicht so lange und springen direkt auf jeden Fall in die zweite und zugleich auch schon letzte Saison. Das ist unsere Mannschaft also in Bestbesetzung zum Start der zweiten Saison und die Truppe kann sich wirklich sehen lassen. Thiago Tomasch könnten wir vielleicht jetzt dann auch endlich mal offiziell umtrainieren. Ich hoffe zumindest, genau so ist es. Er geht zwar nicht nach oben, aber Positioning Change zurück auf die andere Seite. Ist das auch völlig solide. Wir spielen auf jeden Fall jetzt dann auch international. Das habt ihr ja soweit mitbekommen. Auslaufende Spielerverträge gibt es eigentlich nur bei Mola. Der spielt keine allzu große Rolle. Und bei Wataru Endo. Wir wollen trotzdem den Kapitän in den eigenen Reihen behalten. Man kann ja sagen, man spielt international. Vielleicht bleibt er. Er entscheidet sich aber erst am Ende der Saison. Die Entscheidung aber für uns ist eigentlich nicht wichtig. Spielt keine Rolle, denn wir wollen unabhängig davon auf jeden Fall in die Kaderbreite investieren. Bedeutet nämlich, wir haben die Dreifachbelastung. Vielleicht mit dem Kapitän Wataru Endo einen Abgang zum Ende der Saison ablösefrei zu verkraften. Und der Vorstand hat uns jetzt von vornherein aufgrund der internationalen europäischen Qualifikation knapp 53 Millionen Transferbudget aufs Konto gepackt. Reo Hatate oder Hatate, keine Ahnung, wie man den ausspricht, der wechselt für über knapp 10 Millionen, also jetzt von Celtic zu uns. Japanischer Nationalspieler, könnte sich mit Endo verstehen, er könnte rangeführt werden von unserem Kapitän, bringt natürlich gleichzeitig auch Konkurrenz und man hätte den adäquaten Ersatz bei einem Abgang von Wataru Endo auf jeden Fall direkt in den eigenen Reihen. Ron Schallenberg wechselt dann auch für 4 Millionen, also vom Sportclub Paderborn aus der zweiten Liga zu uns, sehr überzeugt dort, ist ein ganz wichtiger Bestandteil, auch im Pokal zuletzt, hatte ja, glaube ich, der VfB Stuttgart gegen Paderborn gewonnen, spektakulär dann in der Nachspielzeit, jetzt wechselt er zu uns, wir brauchen Backup-Spieler und wir finden ihn damit und 4 Millionen, da kann man nicht viel mit falsch machen. Auch Luca Waldschmidt möchte eine neue Herausforderung, er ist auf dem Abstellgleis beim VfL Wolfsburg, Philipp wurde ja nach Bremen verliehen, zwischenzeitlich war aber auch er ein Kandidat für einen Abgang, per Laie oder vielleicht sogar fest, sie wollten aber nicht beide hergeben, dann hat sich Philipp zusammen mit Bremen geeinigt, Waldschmidt blieb also noch übrig, jetzt aber auch hier 9 Millionen von Wolfsburg zu uns, soll Führich so ein bisschen Feuer unterm Hintern machen und mal gucken, inwieweit da auch der Konkurrenzkampf dann ein bisschen neue Form annimmt. Und um nicht nur einen weiteren neuen Innenverteidiger dazu zu bekommen, heißt es jetzt auch hier, Koray Günther mit einer 78 wechselt also von Hellas Verona jetzt zu uns. Ich glaube, er war an Sampdoria ausgeliehen, hatte jetzt auch noch einen auslaufenden Spielervertrag, knappe 11 Millionen, finde ich auch ein super stabiler Transfer. Deutscher Spieler, dementsprechend auch, glaube ich, aus der Jugend von Dortmund und vielleicht ja auch in die Startelf. Und wenn nicht, Kaderbreite. Man kennt's, es ist das A und O. Gerade für mich als Kölner hat man das leider in der Hinrunde sehr negativ spüren müssen in der Conference League. Die Conference League ist das passende Stichwort, denn da stehen unsere Gegner. Mit Ferencvaros treffen wir dann auf Winterthur und zu guter Letzt hier noch auf Pacos Ferreras. Also wir gucken ganz kurz mal auf die Gruppenkonstellation. Dynamo Dresden im Pokal. Wir sind, denke ich, hier der absolute Favorit. In der Bundesliga sind wir ja okay reingestartet. Es gab ein 0-0 gegen den Aufsteiger Paderborn. Es gab ein 3-1 in Wolfsburg und ein 0-2 daheim gegen den FC Augsburg. Ja, man hätte sich mehr, aber auch durchaus weniger grundsätzlich von vornherein ausmalen können. Wir haben eine absolut geile und solide Mannschaft. Muric war verletzt, vielleicht auch das ein Mitgrund, warum es nicht zu 100% gelaufen ist. Und ich glaube, wir werden jetzt noch eine Änderung vornehmen, weil ich habe Bock, ein bisschen offensiver zu agieren. Heißt also Endo zum einen, Demme geht dann raus, Hatate kommt dafür rein. Links Tomasch also auf dem Flügel, rechts Silas auf dem Flügel, sogar wahre Außenverteidiger wie auch Wagner. Und dann ist das eine richtig geile Mannschaft. Vielleicht lag es an der Dreifachbelastung, aber es war eine Achterbahnfahrt der Gefühle. Ein Auf und Ab. Es ist wieder mal Platz 7 in der Liga, was okay ist. Da haben mich die Ergebnisse vielleicht ein bisschen getäuscht. Ja, also wir etablieren uns. Das ist eigentlich ein Ziel, das ich so früh niemals für möglich gehalten hätte. Im Pokal aber bei Endstation. Ja, da haben wir tatsächlich 2-0 in Dresden verloren. Und in der Conference League kann ich es euch auch nicht zu 100% sagen. Okay, wir müssen gegen Midtjylland in die Vorrunde. Wir sind Zweiter geworden. Also Winterthur keinen einzigen Punkt geholt. Pacos hat 7, wir 13, Ferencvaros 15. Und ich würde sagen, weil wir keinen Pokal mehr haben, auch in der Liga am Ende einfach auf einen Blick drauf schauen, nehmen wir doch einfach so lange, wie die Conference League noch ein Teil von unserer Karriere hier ist, die Spiele in der Live-Simulation. In der Mercedes-Benz Arena oder wie es international heißt, im Gottlieb-Daimler-Stadion ist Midtjylland also zu Gast. Wir haben ja Pfeiffer bei uns auf der Bank, der war glaube ich zwischenzeitlich ja auch mal hier beim FC Midtjylland unter Vertrag. Ich weiß nicht, ob es ansatzweise so ausgesprochen wird, aber ich gehe jetzt einfach mal davon aus. Wir gehen in die Simulation und sichern uns leider kein gutes Ergebnis. Girassi mit der Führung, dann Isaksen und Simsier und damit gewinnen die Gäste das Hinspiel bei uns. Wiedergutmachung im Rückspiel. Die Auswärtssimulation ist ja oftmals ein bisschen mehr von Erfolg gekrönt, als es halt andersrum der Fall ist, aber wir müssen gewinnen. Ja, das steht außer Frage, sonst war es das hier mit Europa und ein 1-3 gelingt uns dann auch. Silas mit der Führung, Selmani Ausgleich, Emman Ajour
Gündoğan, dann Gelb-Rot, dann noch Verletzungspech, dann aber wieder Silas und Guirassy hinten drauf. Deckel drauf, 4-3. Wir sind also über die Vorrunde weitergekommen und stehen damit im Achtelfinale. Ganz, ganz wichtig. Der Gegner ist jetzt deutlich stärker, denn die Laziali, aka Latium. Lazio Rom ist zu Gast also bei uns und vielleicht kriegen wir ein ganz gutes Hinspielergebnis irgendwie zustande, dass man nicht verliert, vielleicht so ein 1-1. Dann ist, denke ich, auf jeden Fall auch noch alles möglich. Wir starten direkt rein und es gibt ein 1-2. Wie auch gegen Mütjeland, vielleicht ein gutes Omen, Zakani, dann ist es Reo und es ist Felipe Anderson. Aber natürlich ist schon ganz klar, dass Lazio auch im Olympico mit den Fans im Rücken hier als Favorit in dieses Rückspiel geht. Das Rückspielergebnis ist ein 1-1. Sorry, ich hatte das gerade kommentiert, aber dann kam eine Nachricht am PC und deshalb war die Audio ein bisschen gestört. Aber auf jeden Fall ist es ein 1-1. Guirassy noch mit der Führung, Zakani dann mit dem Ausgleich. Heißt also kein Pokal mehr, keine Conference League mehr. Aber trotzdem, es ist ja unterm Strich echt gut, was wir hier abgeliefert haben. Ja, wir sind in der Conference League im Achtelfinale gewesen, haben die Gruppenphase und die Vorrunde überstanden. In der Liga stehen wir auf Platz 7. Die Ergebnisse dort sind echt bodenlos. Also wir haben schon wieder echt lange nicht mehr gewonnen. Also das ist schon wirklich brutal. Aber naja, jetzt hoffe ich einfach noch auf ein bisschen Vernunft vom Vorstand, sodass wir auch noch im Traineramt bleiben. Aber ja, gut, ich kann es euch ehrlich gesagt nicht garantieren. So viel zum Thema. Ja, da ist schon die Entlassung. Aber wir wechseln jetzt noch ganz kurz den Verein, um dann auch zu schauen, wie der VfB wirklich am Ende abgeschlossen hat. Was ich hier übrigens eine Frechheit finde, weil wir aus einem Abstiegskandidaten eine Mannschaft gemacht haben, die völlig souverän auf jeden Fall einen einstelligen Tabellenplatz hat, die in der Conference League im Achtelfinale war und jetzt auch wieder auf Kurs Conference League war. Also für mich grenzt das wieder an einen Skandal, ja, aber man kennt FIFA halt nicht anders. Wir hatten dann übrigens ein Angebot von Paderborn, uns blieb ja gar nichts anderes übrig, als das anzunehmen und dann direkt auch hier Manager-Rating in den Keller, denn auch der SC Paderborn sitzt im Keller fest auf Platz 18. Wir gehen also so nach und nach nach oben, der VfB Stuttgart auf Platz 8. Ja, man hat sich dann auch einfach nicht verdient. Unterm Strich war es zu wenig, es ist aber trotzdem Platz 8. Nach dem ersten Jahr Platz 7, Platz 8, Halbfinale DFB-Pokal. Also das waren überragende zwei Spielzeiten. Man hat eine Mannschaft geformt, die wirklich brutale Qualität hat, die wir zu einer absolut Bundesliga-tauglichen Mannschaft geformt haben. Ihr seht die Mannschaft auch hier nochmal im Hintergrund. Das ist schon wirklich stark. 80 im Angriff, 78 Mittelfeld, 79 defensiv. Also ich glaube, das würde jeder VfB-Fan so unterschreiben. Wir sehen dann hier übrigens auch nochmal ganz kurz die Teamstatistik unserer Mannschaft. 7-0 bei Arjen Muricic oder Muric vielmehr. Arjanet Muric, so rum. Also kann man den Namen falscher aussprechen? Ich glaube nicht. Führe ich mit 6 Vorlagen, das ist der Bestwert. Tore ist Silas mit 13. Ja, also ihr merkt, es hat nicht ganz zu 100% connected, aber ist es eben so. Halb so wild, es war trotzdem eine richtig coole Umbruch-SDG, die euch hoffentlich auch gefallen hat, genauso wie mir. Und wenn ja, lasst gerne auf jeden Fall einen Daumen nach oben da, schreibt auch einen Kommentar, um nichts mehr zu verpassen. Und dann wünsche ich euch einen schönen Morgen, Mittag oder Abend, je nachdem. Abonnieren, ihr wisst Bescheid, haut rein, bis dahin und ciao.